Also ist das Höllentor die Hauptquelle von Mundus Macht. Es kann nur von dieser Kammer aus erreicht werden. Du musst in die Kammer eindringen und es schließen. Mundus ist immer noch von seinem Wutausbruch erschöpft. Jetzt kannst du ihn besiegen. Mundus hat keine Ahnung, dass Virgil ein Nephilim ist. Und das werden wir taktisch ausnutzen. Irgendwo hier ist ein Hintereingang in den Turm. Virgil, du musst unbemerkt das Sicherheitszentrum erreichen. Also Dante, du wirst für Ablenkung sorgen. Hier. Hey Jungs, wollt ihr kämpfen? Hier bin ich. Genau wie dein Vater. Einfach nur größenwahnsinnig. Ich, ein Gott, gegen dich, ein Stück Scheiße. Das wird lustig. Ich komm zu dir, Mundus. Ach, du Axt. Natürlich. Wunderschön. Mhm. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Höllentor. Die Hölle lösen. Also halte dich am Turmeingang. Jetzt habe ich schon mitgekriegt. Oh Gott! Und dann. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich habe sogar die falsche Taste gedrückt. Aber es ging trotzdem. Oh Gott. Oh Jesus! Wow, 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 what the? Seid so wahnsinnig, Alter. Wow. Alter, diese. Wow, diese Spielehersteller, Alter, wow. Was willst du? Die Tore werden verschlossen. Dante, du musst sie beschäftigen, während Virgil sich auf den Weg zum Turm macht. Ei. Elite Stygiere. Stygier. Wie auch immer. Au. Nö, nicht sie. Nicht sie. Komm her, du Mumu. Komm her, Mumu. Du Bitch. Hab's dich. Ach, Kinder, ich. Nein, gibt's nicht. Nee. So. Oho. Ach, Virgil. Komm auch mein. Du Geek. Der ist so ein Geek. Darf ich rein? Ich darf rein, ich komm rein, Achtung. Dante, renn zum Haupteingang, bevor er sich versiegelt. Jo, ich bin drin. Bleib höchstens ein paar Sekunden. Bin drin. Sobald du drin bist, musst du dich Mundus bestem Wächter stellen. Noch nicht er immer, warum immer er? Mach mit ihm kurzen Prozess. Und los! Und nicht immer er. Er geht mir voll auf den Sack, Mann. Oh, die Steuerung schon wieder für den Arsch. Haha, ich hab dich. Mumu. Oh Gott, komm her. Komm doch mal her, Mann. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn gehabt. Warte, warte, nein, ah, verdammt, komm her, nein, ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn nicht mehr, ich hab ihn fast, warte, nein, ah, verdammte Axt noch mal. Komm her.
Aua, nicht, nein. Wo ist der? Aua, da ist er. Oh Gott. Mann, du bist so, weiß ich nicht. Du gehst mir vom Sack. Oh, warum macht er das immer? Ich sehe nicht. Ich hab mich so tot. Virgil schaltet die internen Sicherheitskameras aus. Dann weiß Mundus nicht mehr, wo du bist. Das finde ich gut. Ist hier ein Haucher? Nee. Ah, hier muss ich lang. Ah, hier ist so eine Statue. Da kann ich mir Zeug kaufen. Das ist nicht schlecht. Jung, ich wollte mir das kaufen. Komm zu mir, wenn du kannst, Dante. Ich warte schon auf dich. Ja, ich sehe. Ja, der wird sich. Der wird mir das Leben teilen, aber der Humor. Ja, schießen. Ja, passt schon. Was haben wir noch so? Ach, das sind alles so Sachen. Die benutze ich doch eh nie. Ich würde dann meine Axt noch ein bisschen besser machen. Ich mag meine Axt. Die Axt rockt. So, meine Axt ist ja jetzt super, hyper, wunderbar. Ich kann mir gar nichts kaufen, bis auf so den Scheiß hier, den keiner braucht. Okay. Heißt, ich kann jetzt mal wieder sterben und dann ist alles tot. Hier ist ein Haucher. Wo ist er? Die einzige Ausnahme ist die 87. Etage, die leer steht. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Das ist mir egal, ich höre einen Haucher. Wo ist denn der? Hier ist er. Hauche. Yo. Die 87. Etage, warum läuft ich denn nach unten? Wegen dem Hauche. Alles klar. Komm her. Hau. Und wegen... Oh, sehr gut. Sehr gut. Das werde ich definitiv brauchen. Sollten wir bald auf Mundus treffen. Und der wird bestimmt als Boss so das i-Tüpfelchen werden. Seine Freundin oder was auch immer das darstellen sollte, war ja schon böse genug. Ach du Scheiße. Oh, er ist ein Limbus. Geht's, Bruder? Ja, alles klar. Nimm schon die Spur, du wirst ihn. Kennt ihr euch? Dante, begib dich zum Ostflügel. Warte. Du gehst zum Westflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Dante, du musst eine Überführung in den Ostflügel nehmen. Was ist das creepy? Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Virgil wird erst die Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Okay. Finde ich das gut? Ich nehme an, das finde ich gut. Gut. Ach so, wir kommen langsam in Limbus rein. Alles klar, deswegen verändert sich der Spaß hier wieder so. Hallo, Kinders. Bitches. Aber das ist voll cool gemacht. Voll echt gut gemacht. Daumen hoch, Capcom. Daumen hoch. Echt geil gemacht. Wo komme ich jetzt? Wo muss ich denn hin? Hier lang. Nein. Okay, cool. Ja. Das gefällt mir nicht. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weg zum Ostflügel sind streng und du wirst aufgehalten werden. Also versuch nicht gleich durchzukommen. Virgil. Tu was, Virgil. Access granted. Bingo. Sobald der Weg frei ist, solltest du dich in den Ostflügel begeben. Pass auf, in diesen Etagen bist du nicht allein. Du musst nicht einfach durchkommen. Wenn du dabei bleibst, kannst du die 87. Etage. Dies ist der Finanzflügel. Die Leute, die hier arbeiten, sind kaum so menschlich. Sie wurden so sehr verdorben, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Eines Tages wird die ganze Menschheit wie diese armen Wesen von Mundus versklavt sein.
Bitte, was macht der Ping-Pong? Der Traumjäger kann dann ins Fernkampf. Zurück. Also das ist die Wirtschaftshölle. Lass doch den Scheiß, Mann! Komm her! Oh, die Viecher gehen mir gerade übelst auf die Nüsse, Mann! Was soll denn der Scheiß? Du bist mich schon ehrenmofo. Nicht immer die kleinen Viecher hier. Wo ist das Vieh? Kannst du mal lassen, danke. Komm her jetzt. Au! So, Homo. Von hier aus musst du es auf die nächste Etage schaffen. Ich bin in der nächsten Etage. Fast. Zumindest. Wow. Ach so, warte. Nö. Ich könnte voll vergessen. Dem Spiegel ist ein. Ich mich voll auf. Wo wollte ich denn rennen? Hier. Hier haucht jemand. Ne? Was hat denn jetzt Sinn und Zweck, hier reinzukommen? Gab keinen, oder wie? Super. Bin ich klasse. Au! Wollt mich da echt veräppeln. Ganz viele Spinnchen. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Außer Spinnchen? Nein, super cool. Das ist irgendwie ein bisschen schräg hier. Was hat sie gesagt? 105. Etage. Yep. Kurz so ein Ding reinschmeißen. Waggon. Ja. Wow, 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 wow. Etage 105. Du willst zur 106. Etage. Was du auch tust, steig nicht bei der 105. Etage aus. Dort warten so viele. Oh, Scheiße! Hallo, bin da. Oh nein, ich wollte. Ich hab Goldschlüssel. Alles fast. Was ist so Bullshit? Das war nicht. Krieg schon wieder. Krawatte, ich sag's hier. Krawatte. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück. Hallo. Scheiße. Das sagst du wunderbar. Danke. Ja, super. Au. Ach, Kinder. Mensch. So.